Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zum The Hunt Summit. Eigentlich dem ersten und damit wichtigsten Summit in der neuen Motorpass-Reihe. Wir haben nämlich jetzt die Offroad Vault Enforcer mit im Spiel. Und da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen in dieses Summit reinschwitzen, weil als Belohnung kriegen wir hier für Bronze 400.000 Follower, für Silber kriegen wir einen Teil von einem verbesserten Rallycross-Nitro-Mischer auf Matschig und, keine Ahnung wie das Ding heißt, irgend so ein Windschatten-Perk. Für Gold kriegen wir die Catch-Me-Unterbodenbeleuchtung und das Wichtige, für Platin gibt es hier den Hammer HX-Konzept als Enforcer. Für die, die sich schon ein bisschen auskennen, die wissen, dass man den normalen Hammer HX-Konzept nur über das Explorer-Hobby bekommt, das echt viel Arbeit ist und dass das definitiv eins der besten Rally-Raid-Fahrzeuge ist, die man so kriegen kann. Und deshalb sollte man sich auf jeden Fall den Enforcer davon nicht entgehen lassen. Als Platin-Fahrzeug wird man den nämlich nicht anders bekommen können als durch das Summit. Also schwitzt auf jeden Fall gut rein und macht ein bisschen Dampf hier. Ich wünsche euch beim Video natürlich ganz viel Spaß und viel Glück beim Spielen. Wir starten das Summit mit dem schwersten Teil der Flucht. Ihr nehmt dafür den Königsegg Regera Hypercar Nitromischer Pur und Extra Portion mit den gegebenen Profi-Einstellungen und ihr müsst hier echt ein bisschen Zeit investieren. Die Flucht ist auf jeden Fall der schwerste Teil in diesem Summit und braucht daher auch ein bisschen Mühe. Wenn ihr am Anfang spawnt, wechselt ihr quasi per Schnellfunktion zum Flugzeug und geht quasi einmal 180 Grad nach oben, dann seid ihr quasi einfach rückwärts. Und wenn ihr dann ein Stück geflogen seid, dreht ihr quasi wieder um. Ihr müsst natürlich den Regera als Favoriten auswählen, damit ihr im Schnellwechsel gleich wieder zurückkommt. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr rechtzeitig wieder zurückwechselt. Das ist ein bisschen kritisch. Muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Kurz bevor ihr auf den Boden aufkommt, auf jeden Fall Nitro drücken, damit der direkt seinen Boost benutzt. Dazu komme ich gleich nochmal. So, hier durch die Lücke und dann links den Berg hoch. Dann mit Nitro über die Bäume und im besten Fall kommt ihr in etwa so durch wie ich gerade und dann runter hier auf den Weg, dem ihr dann erstmal quasi folgen könnt. Wieso der Regera? Ganz einfach, der hat nur einen Gang und wenn ihr da Nitro drin geht, wenn ihr in der Luft seid, seid ihr quasi direkt im Anschlag vom Getriebe her und kriegt einen mega Anschwung, sobald ihr den Boden berührt. Deshalb nimmt man für so Fluchten etc., wo man viele kleine Sprünge hat, immer den Regera. So, jetzt haben wir hier erstmal eigentlich nicht viel Besonderes. Ihr habt gesehen, da an einem Baum musste man relativ eng vorbei, ansonsten geht es der Straße geradeaus. Bei 3000 Metern seht ihr vor euch rechts diese große Straße, da müsst ihr hier durch die Bäume durch, mit Nitro-Schub und möglichst sauber auf die, ich nenne es mal den Highway, kommen. Die Autobahn, die Straße mit den vier Spuren, verdammt. So, und da müsst ihr bis hierhin, müsst ihr sauber durchkommen. Wenn ihr einen Baum gerührt habt beim Anfang, könnt ihr neu starten, ist alles Wumme. Sobald ihr einen Fehler habt, einen ordentlichen, der euch gut Zeit gekostet hat, könnt ihr neu starten, es lohnt sich nicht mehr. Ihr müsst bis hierhin sauber durchkommen. Im besten Fall kommt ihr mindestens bis hier 6000 Meter, da habt ihr dann so ungefähr 150.000 Summit-Punkte. Wenn es ganz sauber gelaufen ist, schafft ihr es sogar hier in die Stadt rein und könnt auf der Mittelspur oder auf einem der grünen Fahrradstreifen am Rand gerade durchziehen bis 8000, 9000 Meter und dann habt ihr die volle Summit-Punktzahl. Also hier gibt es auf jeden Fall Punkte zu holen, die ihr euch gönnen könnt. Ist halt ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, bis zu den 5.000, 6.000 Metern solltet ihr es schaffen, damit ihr auf jeden Fall so in die Nähe von 150.000 Punkten kommt. Und dann gibt es eben nochmal 5.000 Punkte, wenn ihr wirklich den perfekten Try habt und komplett sauber durchkommt. Dann schafft ihr es eben auch bis hierhin zum Ende. Ist machbar, hat mich aber definitiv auch viel Zeit gekostet. Ich glaube, knapp eine Stunde habe ich da dran gesessen, in der Stream-Vorbereitung haben wir auch knapp eine Stunde oder anderthalb dran gesessen. Das kann ein bisschen dauern, aber hier gibt es eben auch viele Punkte zu holen, also kann sich das auch lohnen. Das zweite, die Radarfalle, wird ein bisschen einfacher. Hierfür benutzen wir wie immer Drag Racer, Corvette Stingray, Nitromischer pur und fanatisch mit gegebenen Profi-Einstellungen, die jetzt eingeblendet sind. Hier ist es dafür beim Fahren ziemlich einfach. Ihr braucht natürlich jemanden, der euch Windschatten gibt, aber in der Regel findet ihr auch einen Random da, der euch Windschatten geben kann, wie hier bei mir. Nehmt ein bisschen Anschwung von hinten und dann solltet ihr eigentlich ganz gut anfahren können. Wenn euer Mate oder derjenige vor euch ein bisschen Nitro gegeben hat, dann drückt ihr auch Nitro, damit ihr im Windschatten drin seid. Und dann solltet ihr hier auf jeden Fall an die 700 km/h schaffen können. Ich habe es hier mit den 698 belassen, weil es mir ganz ehrlich darauf nicht ankommt. Aber es könnte definitiv, könnt ihr noch ein paar Punkte holen, wenn ihr hier die 720 voll macht. Und das ist definitiv möglich. Also probiert das mit eurem Mate so lange aus, bis ihr mal Minimum 710 km/h habt. Das sollte für jeden, der den Nitro-Mischer hat, eigentlich drin sein. Als drittes, den Slalom, fahren wir in dem Fall mit dem Hammer HX-Konzept, wo wir hier die Enforcer Edition von kriegen. Punktebrecher, Test erprobt so hoch wie möglich. Ihr tut's auch ein Hypercar, Hauptsache ist, das Set ist ein Punktebrecher und ihr habt kalibriert auf Test erprobt.
Das ist das Wichtige. Der Rest ist hier eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, ihr habt das richtige Set drauf. Ob ihr dann ein Rally Raid nehmt oder ein Hypercar oder von mir aus auch ein Touring Car, sei euch überlassen. Es wird auf jeden Fall reichen für die maximale Summit-Punktzahl. Der Slalom ist ein bisschen böse, weil man den kennen muss. Man muss also einfach ein, zweimal die Strecke abgefahren sein. Also bei den ersten zwei Versuchen würde ich sagen, wenn ihr da einen Fehler macht, nicht direkt neu starten. Fahrt das Ding mal durch, damit ihr die Strecke kennenlernt. Dass es zum Beispiel bei Straßenslaloms einen Wendepunkt gibt, ist relativ selten. Das heißt, man muss den einfach mal gesehen haben, damit man so grob weiß, was auf einen zukommt. Ansonsten ist der Slalom hier aber nicht so das Problem. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass der Hammer X Konzept als Fahrzeug sich bei Rally Raid echt lohnt. Gut zu kontrollieren ist mit Einstellungen und das wird beim Enforcer genauso sein. Deshalb solltet ihr euch auf den jeden Fall auf den freuen und versuchen, den auch zu bekommen. So, aber auch hier haben wir dann Save 150.000 Punkte plus Flucht 150.000 und ich sag mal 130.000 waren es, glaube ich, bei der Radarfalle. Geht hier auf jeden Fall was. Kann man sich gut Punkte holen. Das nächste ist mit dem vorgeschriebenen Hammer X-Konzept, also mit dem, den ihr hier gewinnen könnt, fahrt ihr hier bei You. Die Strecke ist absolut assi, aber das Wichtige, ihr fahrt hier Stock, ihr fahrt ohne Teile und das bedeutet, ihr müsst eine andere Strecke fahren, weil ihr hier durchs Wasser einfach unglaublich langsam werdet. Also versucht ihr eine Strecke zu finden, die möglichst wenig im Wasser stattfindet. Ich versuche so grob zu erzählen, wo ich lang fahre, nämlich bei der ersten Feiern rechts, dann links Richtung Checkpoint. Durch den Checkpoint gerade durch, ihr seht auf der Map die Landfläche, ihr müsst auf jeden Fall auf der Landfläche bleiben. Hier ist so ein guter Baumstamm, bei 15% kann man sich dran orientieren. Da fährt man durch, noch ein bisschen geradeaus und dann kurz vor der Straße wieder links. Kleinen Einschlag ins Wasser und dann erstmal auf die Straße fahren, damit ihr quasi da wieder an Speed gewinnt. Wie gesagt, ihr verliert im Wasser unglaublich viel Tempo, auf der Straße könnt ihr das dann wieder aufholen. Durch den Checkpoint, danach rechts ins Wasser. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut, das Husten. An den nächsten Pfeilen fahrt ihr links vorbei und könnt dann wieder auf die Straße auffahren. Da könnt ihr jetzt diese S-Kurven so ein bisschen schneiden, indem ihr einfach quasi bei der Rechtskurve stattdessen geradeaus durchfahrt, durch diese kleinen Baumzipfel, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die da aus dem Boden ragen. Und wenn ihr dann geradeaus weiter durchfahrt, versucht ihr einfach möglichst viel auf dem Land zu bleiben. Nicht zu viel ins Wasser fahren und wenn da kleine Inseln sind, nehmt ihr auf jeden Fall mit. Bei 50% kommt es eine etwas längere gerade Straße, da könnt ihr einfach auf der Straße weiterfahren, da fahrt ihr über die Brücke bis zum nächsten Checkpoint. Das ist relativ simpel. Ich muss allerdings wirklich anmerken, bei der Strecke fahrt die mehrfach, weil bei mir, ich musste mir auch wieder erst ein, zweimal die Strecke aneignen, habe dann kleine Fehler gemacht und dann, ne, man braucht hier ein paar Tries, bis man sauber hinkriegt. Bei 70% fahrt ihr geradeaus durch, weil ihr da, wie ihr hier seht, so eine kleine Fläche im Wasser vor euch findet, die quasi rausragt, wo ihr fahrt wie auf Land. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall bis knapp 80% zu dem Checkpoint gerade durch. Bei dem Checkpoint seht ihr vor euch auf der Map wieder, dass da so eine kleine Straße kommt mit einer Brücke. Da fahrt ihr gerade drauf zu, sodass ihr eben auf die Brücke auffahren könnt. Danach noch einmal kurz querfeldein übers Wasser und dann kommt ihr schon auf die Zielgerade. Das Rennen hier ist, weil es Rally Raid ist, besonders gut geeignet für Windschatten. Wieso? Weil ihr seid geghostet. Sprich, wenn ihr mit mehreren Leuten fahrt, könnt ihr euch nicht wegrammen, könnt euch nicht im Weg stehen, aber Windschatten funktioniert trotzdem. Das heißt, hier könnt ihr gut und gerne nochmal 1, 2, 3, vielleicht 4 Sekunden rausholen, wenn ihr das mit anderen zusammen macht. Und wenn ihr die Strecke mal drauf habt, dann ist das, sag ich mal, auch gut machbar. Ich vergesse die Strecke bei dem Rennen immer wieder. Ich muss mir die für jedes Summit immer wieder neu aneignen. Im PvP habe ich die auch nie drauf, weil ich sie immer wieder vergesse, weil es so ein Durcheinander ist. Aber wenn man sie jetzt mal für Summit braucht, würde ich sagen, kann man die sich eigentlich ganz gut anlernen. So, jetzt wird es ein bisschen dramatischer. Rallycross mit dem Cadillac Enforcer hier, Nitro-Mischer pur, extra Portion. Profi-Einstellungen sind eingeblendet, die taugen auf jeden Fall was, würde ich euch empfehlen. Problem bei den Enforcer-Rennen Rallycross, ihr müsst natürlich versuchen, auf den Straßen zu bleiben, weil die Rallycross werden Offroad langsamer und auf den Straßen bleiben die schneller. Sprich, solange es geht, bleibt auf den Straßen, auch wenn die relativ dünn sind. Und dann gilt auch hier einfach wieder mit voller Wumme in die Gegner rein. Ich würde versuchen, das mal zu zweit zu machen, so als Abwechslung. Vielleicht gelingt euch das ein bisschen besser. Ich bin bei den Enforcer-Rennen tatsächlich alleine meistens ein bisschen besser. Und das Gute ist, die sind relativ kurz. Das heißt, ihr könnt hier viele Tries machen und verliert nicht unglaublich viel Zeit. Also ich würde schon sagen, dass ihr guckt, dass ihr in ähnliche Zeitgebiete kommt wie ich jetzt hier. Einfach weil das sich lohnt für die Punkte. Und alles in allem machbar ist. Man braucht halt hier immer mal einen Lucky Try. Es ist kein First Try. So, bei mir nicht, bei euch nicht und ziemlich unwahrscheinlich, dass es bei irgendwem der First Try wird am Ende. Im Endeffekt gibt es da wohl einen Trick, von dem ich zumindest gehört habe, das zu 4 zu machen und sobald 7 Fahrzeuge zerstört sind, 3 Leute, die disconnecten.
weil dann nur noch einer da ist, der dann auch nur noch ein Fahrzeug zerstören muss. Halte ich nicht viel von, versucht's alleine, versucht's zu zweit. Ihr werdet eine gute Zeit schaffen, auch so. Bei dem Rally Raid Enforcer habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Probleme gehabt mit dem Ford, den ihr fahrt. Auch Nitro-Mischer pro Extra-Portion natürlich. Und die Profi-Einstellungen sind auch eigentlich gar nicht mal schlecht. Die taugen was, sind die vom Race Truck. Alles in allem muss man sagen, bei dem Rally Raid, hier bei dem Enforcer-Rennen braucht ihr wirklich Glück. Wieso? Ab einem gewissen Streckenabschnitt kommen sehr große Rampen. Das werdet ihr gleich hier auch noch sehen. Und da verliert ihr unglaublich viel Zeit und könnt kein Fahrzeug mehr zerstören. Hier habt ihr das Problem, dass ihr sehr oft knapp an den Wagen vorbeirutscht oder wegen einem kleinen Hügel über die drüber springt oder sonst was. Das ist unheimlich ätzend, hier den guten Try rauszuholen. Aber es lohnt sich im Endeffekt, weil auch hier gibt es natürlich wieder richtig viele Punkte zu holen, wenn man den guten Try denn hinbekommt. Ihr werdet jetzt sehen, ich hole jetzt hier den 7. und beim 8. in wo ich den hole jetzt hier, da beginnen die großen Sprünge. Bis dahin müsst ihr fertig sein, weil danach verliert ihr unglaublich viel Zeit. Also da, wo ich den letzten erwischt habe, das war wirklich der letzte Meter, bevor ich die Runde neu gestartet hätte, weil ab da lohnt sich nicht mehr. Also wenn man bis dahin nicht durch ist, kann man neu starten, weil danach dauert es ewig. Weil diese ganzen Sprünge etc., ihr werdet die in der Luft nicht erwischen. Und wenn ihr auf dem Boden seid, bis ihr wieder die Kontrolle habt, dass ihr die wieder gezielt rammen könnt, sehr unwahrscheinlich. So, der Clou. Rallycross mit dem... Ich weiß gerade gar nicht, Lancia ist das, glaube ich. Nitro-Mischer pur Extra-Portion bzw. pur abgedriftet habe ich hier eine Mischung. Die Profi-Einstellung lege ich euch wärmstens ans Herz, weil der Wagen ist eine absolute Katastrophe. Mit denen geht's aber halbwegs, wenn ihr wisst, wie ihr ihn fahren müsst. Der Trick bei dem Wagen ist, niemals in den Kurven Vollgas geben. Wenn ihr voll einschlagt, sowieso nicht. Und beim Bremsen wirklich würde ich auch nicht zu stark lenken. Also wenn ihr in Kurven fahrt, vorher ein bisschen abbremsen, einschlagen und langsam beschleunigen. Ihr habt einen Stick, ihr könnt das Ding nur zur Hälfte triggern, das geht. Und ihr rutscht nicht aus der Kurve, weil das Ding geht mit dem Arsch sonst wie gerne fliegen. Und das solltet ihr vermeiden, weil das kostet massiv viel Zeit. Ansonsten gibt es bei der Strecke nicht so viel zu beachten. Ihr müsst jetzt gucken hierbei, boah, bei wie viel Prozent kommt das jetzt? 17, 18. Ihr kommt eine kleine, ja, ihr kommt ein Checkpoint und ihr seht nicht, wo es lang geht. Und dann fliegt ihr gerade von der Strecke, da müsst ihr euch leicht rechts halten, damit ihr nicht von der Strecke rutscht. Das ist mir gestern im Training dreimal passiert, hintereinander, weil ich jedes Mal wieder vercheckt habe. Bei 30% kommt eine scharfe Rechtskurve, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und jetzt kommt der Clou, direkt den Berg runter, nicht die große Kurve fahren. Da müsst ihr langsam sein, damit ihr euch fangen könnt. Und dann geht's erstmal so weiter, beziehungsweise für zwei Kurven, glaube ich, noch. Und danach kommt eine kleinere S-Kurve, da könnt ihr gerade durch. Und fahrt direkt auf den nächsten Checkpoint zu. Die nächsten Checkpoints werdet ihr sehen. Immer gerade drauf zu den Berg runter und respawn, sobald ihr den einsammelt. Kurz bevor ihr den Punkt kriegt, fangt ihr an zu respawnen, damit ihr wirklich in dem Moment, wo ihr den Punkt habt, respawnen könnt. Das kostet keine Zeit. Das spart Zeit. Und zwar echt viel. Auch wenn man sich vielleicht erstmal nicht denkt, ja, respawn hier, blablabla. Das kostet euch keine Zeit. So, hier habe ich sogar noch bei einem Checkpoint verkackt. Und jetzt bei dem Checkpoint 49%. Absolut beschissen, der erste Respawn geht meistens daneben, da landet man nämlich quer zur Straße und fährt gerade wieder runter. Wenn ihr dann aber nochmal respawnt direkt, dann kommt ihr gerade drauf. Also ihr seht, ich habe auch hier den Doppel-Respawn gemacht, das funktioniert und man kann auch damit eine gute Zeit rausfahren. So, jetzt haben wir in fast 2 Minuten die Hälfte der Strecke und der Rest der Strecke dauert nur noch 1 Minute und das liegt schlichtweg daran, dass der Rest der Strecke sehr viel gerader ist und ihr mit sehr viel mehr Tempo da durchkommt. Also eigentlich braucht man jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ihr werdet sehen, ihr könnt die Kurven größtenteils schneiden und ziemlich sauber durchfahren. Müsst ihr noch einmal durch so einen kleinen engeren Abschnitt, wo ihr quasi auf einer Rennstrecke seid mal wieder. Da bin ich unsauber gefahren, aber im Endeffekt war das hier nicht dramatisch. Und jetzt seht ihr, ab 75% ungefähr geht es fast nur noch geradeaus mit ein paar Checkpoints drauf, wo ihr die Kurven vorher schneiden könnt. Sprich, einfach ein bisschen Offroad gehen. Klar, Rallycross, ihr solltet versuchen, möglichst viel auf der Strecke zu bleiben. Aber wenn ihr dabei starke Kurven fahrt, ist es das nicht wert. Weil dann verliert ihr auch dadurch Tempo. Und bei den Geraden, wie gesagt, wenn ihr gerade durchfahren könnt, macht das auch. Vor allen Dingen hier bei 90% würde ich gucken, dass ihr von links nach rechts ein bisschen über die Kuppe fahrt, damit ihr nicht da hinten in den Baum fliegt. Das wäre mir sogar fast noch passiert, obwohl ich schon von links nach rechts gefahren bin. Und dann ist das Rennen eigentlich relativ schnell Geschichte. Das ist hier so nach der Flucht, würde ich sagen, der Punkt, der auf jeden Fall am trickigsten ist. Ich hatte mega Glück, das war mein First Try. Aber das wäre auch nicht so gewesen, wenn wir es nicht gestern schon uns die Strecke und das Auto angeguckt hätten. Also ich wusste halt schon, worauf es ankommt. Also versucht wirklich nicht zu stark Gas geben, nicht zu stark einlenken, nicht zu stark bremsen in den Kurven.
sondern vorher bremsen, einschlagen, leicht Gas geben und dann raus beschleunigen, wenn ihr wieder aufhört zu lenken. Beim zweiten Enforcer Rallycross Rennen eigentlich same shit wie beim ersten, selbes Fahrzeug, selbe Profi-Settings und wirklich was anderes zu beachten gibt's da eigentlich auch nicht. Fahrt das alleine oder zu zweit. Ihr könnt es auch zu viert versuchen, aber meine Garantie ist, zu viert werdet ihr mehr Zeit verlieren. Zu zweit ist immer so das Ding. Alleine müsst ihr 8 Stück hitten, zu zweit müsst ihr 10 Stück hitten. Das macht noch Sinn, weil wenn einer dann mal irgendwie hängen bleibt, ist das nicht dramatisch. Oder wenn einer mal mit einem Balken einen Gegner übrig lässt, kann der dahinter den holen. Dann geht das ganz gut. Also zu zweit kann man sich hier eigentlich ganz gut taktisch aufstellen, indem man sagt, einer fährt vor, gibt denen den ersten Hit und wenn die nicht kaputt gehen, ist der andere dahinter und macht Finale. Dann geht das eigentlich. Also diese Enforcer-Rennen sind eigentlich nicht so schwierig. Das Problem bei allen Enforcer-Rennen ist, dass das System nicht ausgeklügelt ist und da immer wieder Bugs auftreten. Hatte ich auch in jeder zweiten Runde gefühlt, dass ihr einen Gegner rammt und er geht einfach nicht kaputt, der kriegt keinen Schaden oder obwohl ihr Fullspeed hattet, hat er immer noch einen Balken über. Das sind so ein paar Bugs, die sind in den Rennen drin, die werdet ihr auch nicht los. Da könnt ihr nicht viel gegen machen. So, aber mit genug Tries schafft ihr es auch hier definitiv eine ordentliche Runde hinzulegen. Mit entsprechend auch einer ordentlichen Zeit. Also 35 Sekunden war jetzt hier nicht mal allzu gut, glaube ich, zumindest mich zu erinnern, aber es reicht. Reicht definitiv für genug Summit-Punkte, das werdet ihr spätestens am Ende gleich sehen. Das letzte Rennen mit dem Rallycross Porsche, auch hier selbes Set, Nitro-Mischer, pure Extra-Portion mit ein bisschen abgedriftet, aber das abgedriftet braucht ihr hier eigentlich nicht. Profi-Einstellungen würde ich euch ans Herz legen, auf jeden Fall auch hier drauf zu packen. Auch wenn das alte Profi-Einstellungen sind, also ihr könnt auch gerne mal gucken, da gibt es bestimmt auch neuere, aber ich bin mit denen noch super zurechtgekommen, von daher passt das ohne Probleme. Am Anfang entweder durch die Mitte oder rechts an den Monster Trucks vorbei, rechts ist ein bisschen sicherer, durch die Mitte ist ein bisschen schneller, weil in der Mitte habt ihr Straße. Und jetzt müsst ihr bei dem Rennen besonders darauf achten, wenn ihr könnt, benutzt die Straße, wieso, ist ein Rallycross, der ist da schneller. So, was man auf jeden Fall bei dem Rennen merkt, ist, dass der Porsche eins der schnellsten Rallycross-Fahrzeuge ist. Der ist schnell wie sonst was, aber halt nicht besonders gut in Kurven. Gott sei Dank haben wir hier nicht viele Kurven. Scheiße wird's bei 16%, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, weil die Karre versinkt in dem Fluss. Also versucht euch von dem Fluss fernzuhalten. Also ich bin hier das ein oder andere Mal durchaus versenkt worden. Im Endeffekt, man kann mal durchfahren, aber es ist mega unlucky oder lucky oder wie auch immer das gerade bei euch passiert, ob ihr da drin versinkt oder nicht. Das ist einfach Glück, weil ihr seht das nicht. Der Fluss sieht überall tief aus. So, im Prinzip haben wir dann ab 30% wieder einen Streckenabschnitt mit Straße. Da natürlich auf der Straße bleiben, weil ne, ist schneller. Ist, denke ich, soweit logisch, sollte keinem die großen Probleme machen. Wenn ihr dann bei 40% wieder aufs Feld fahrt, müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass ihr an dem Haus, was da gleich kommt, vorbeifahrt. Ich nehme da meistens rechts die Seite und fahre zwischen dem Haus und der Garage lang. Und danach, wenn ihr hier an die Rampe rankommt, fahrt ihr auch bei der möglichst vorbei. Wieso? Luft, könnt ihr kein Gas geben, verliert ihr nur Tempo. Boden, ne? Entsprechend. Also versucht die Rampen nicht mitzunehmen und möglichst gut auf dem Boden zu bleiben. Dann solltet ihr eigentlich mit gut Tempo durchschießen. Bei der Strecke, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, werden sich da eure Zeiten wahrscheinlich mit meiner nicht viel tun. Weil wenn man so die Basissachen beachtet, kann man hier eigentlich nicht so viel falsch machen. Es gibt immer die Leute, die dann doch nochmal 10 Sekunden mehr rausholen. Aber im Endeffekt, also ich weiß gar nicht, was bin ich hier gefahren? 2,35, 2,36 oder so? Reicht vollkommen aus. Absolut ausreichend und mehr als genug. Ab 75%, sind nochmal 2 Rampen. Die würde ich mitnehmen, einfach weil drumherum zu fahren, dann schleudert euch nur der Wagen weg. Und so viel Zeit kosten die nicht. Das sind keine besonders steilen Rampen, da geht das eigentlich ganz gut. So, und ganz ehrlich, jetzt geht mir so langsam einfach der Gesprächsstoff aus, weil ich keine Ahnung habe, was ich zu dem Rennen noch sagen soll, weil es einfach... Es ist nicht schwer. Das Rennen ist relativ simpel, der Wagen ist relativ... Normalerweise fährt man das mit dem Monster Truck. Und wenn man mit dem Monster Truck an einem Baum vorbeikommt, dann doch bitte auch mit so einem dünnen kleinen Porsche. Sollte funktionieren. Also wenn ihr da Probleme habt, dann wechselt die Profi-Einstellungen oder probiert mal irgendwo anders lang zu fahren, keine Ahnung. Aber eigentlich sollte euch das Rennen wirklich keine Probleme machen. Das ist echt nicht allzu schwer. Und auch wenn ich da überhaupt nicht mitgerechnet hätte, tatsächlich haben die Punkte, die ich in dem Summit erspielt habe, vollkommen ausgereicht. Ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt irgendwie, weil das ja auch mittags erst jetzt war, irgendwo auf den mittleren 100er Plätzen, sage ich mal, tatsächlich hat es noch gereicht, dass wir, warum auch immer, vorläufig Platz 1 im Summit sind. Wird sich natürlich noch ändern, allein schon deshalb, weil ich das Summit immer nur einmal die Woche spiele und andere Leute dann da die ganze Woche reinhasseln, irgendwelche guten Punkte zu machen. Aber
Was wir auf jeden Fall jetzt schon sagen können, der Wagen in Platin lohnt sich und mit 1,3 Millionen seid ihr auf jeden Fall safe. Also wenn ich mit 1,31 gerade Platz 1 bin, dann kann ich euch sagen, wer 1,3 Millionen erreicht, sicher. Da braucht ihr euch keine Sorgen mehr machen. Ich würde sogar sagen 1,28, 1,29 ungefähr wird das wahrscheinlich zu Ende gehen. Ansonsten kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen, außer eine Anmerkung. Die New York-Reihe, die wir hier auf YouTube montags und freitags veranstalten, endet. Wir haben alle aufgenommen, die sind alle hochgeladen, die kommen noch bis zum 15. Februar. Danach gibt's keine Hypercars mehr. Sprich, wir brauchen was Neues. Wer es also noch nicht gemacht hat, schaut auf jeden Fall mal auf Insta vorbei. Da werde ich nämlich in den nächsten Tagen in der Story Vorschläge entgegennehmen und ein paar Abstimmungen machen, was so die nächste Reihe wird, was wir so für YouTube machen. Also, war schön mit euch, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Glück beim Summit, es kommt gut durch und ihr kriegt gut Punkte. Wenn ihr Tipps, Fragen, keine Ahnung was braucht oder habt, schreibt es alles in die Kommentare, lasst gerne ein Like und einen Abo da und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche zum nächsten Summit. Macht es gut.